Hallo Leute zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Total War Warhammer mit den Zwergen. In der letzten Folge haben wir die Orks vertrieben aus Silberstraße, haben eine Aufgabenschlacht geschlagen und sind jetzt dabei, die letzten Orks zu vertreiben, und zwar die der Zanzia. Okay, das heißt für mich jetzt eigentlich, wir schauen mal kurz die Diplomatie rein, schauen, ob sich irgendwas da getan hat. Nö, hat es nicht. Und können deswegen die Runde jetzt beenden. Ich weiß vom zerstörten Gebäude Bescheid, aber das repariert sich jetzt sowieso in dieser Runde, von daher. Haha. Da haut er einfach ab, diese Sau. Ach du Scheiße. Okay, unsere Krieger dringen tief in feindliches Land ein, doch es ist nicht alles gut. Es zeige sich dunkle oben, als sähe der Schatten eines gehörnten Gottes aus dem bösen Mond heraus zu. Morus Liebs Blick hält die Armee. Wir werden mal das oben verbessern. So, wie sieht es jetzt hier eigentlich aus? No reason for it. Not by me. Da komme ich auch nicht hin. This is not in the Damas Krong. The rules are cast. Okay, gut. Spiel ich mal vor als Scout hier. Dann sehen wir hier die Zahnzieher. Okay. For the wisdom of Valea. Okay, dann bewegst du dich wieder zurück. Und wir gehen mal Richtung Dauerzbeck. Okay, versuchen wir es nochmal. Machen wir mal wieder ein Attentat. Erfolg! Schick, schick. Ist gut gemacht. Okay, gehen wir mal den hier mit der Rune von Eisen und Stahl. So, drüben sind noch ein paar Zwerge. Wir könnten dem Barkwar nämlich jetzt helfen. Ganz praktisch. Wildorkstämme hier drüben reiten, laufen so rum. So, dann wollen wir die Runde beenden. Und schauen, was ist alles so passiert. Ein bisschen Geldprobleme haben wir ja gerade. Ich versuche mir zu bekämpfen, indem wir uns einfach eine neue Stadt holen. Die Armee ist weg. Okay. It is time! So, können wir jetzt noch einen Krieg ziehen? Okay. Gut, es wird schwierig sein hier. So, treten wir den Rückzug erstmal an. Ziehen dich mit rein. Und gehen jetzt nochmal. In die Schlacht hier rein. Und wir werden jetzt eine schöne Schlacht schlagen gegen Ox. Und zwar Bartok, der Fieskit. Der muss weggehauen werden. Wollen wir ihn mal fertig machen? Wir haben natürlich jetzt eine angeschlagene Armee. Es wird ein bisschen kniffliger dadurch. Aber wir haben dafür unseren Runenfuzzi mit dabei. Der kann hoffentlich ein bisschen helfen als Held. Und unsere zahlreichen Fernkämpfer, die schon immer gute Arbeit geleistet haben. Ja, viele Wolfsreiter. Das ist halt eine Fullstack, gegen die wir jetzt kämpfen müssen. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt sich hier entwickelt mit den Zahns. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz gut für unsere Zwergenpartner, wenn wir dann uns hier die Zahns krallen. Naja. So, so. Auch viele Fernkämpfer haben so 5 Stück.
Da sind mit unseren 5 nicht viel besser dran. Ne? Man darf den Briten im Bogenschild zwar auch nicht vergessen, da diese Wolf-Goblins, also Goblin-Wolfs-Bogenschützen, so heißen die genau. Die darf man auch nicht vergessen, die rollen auch noch ziemlich hart rein, wenn sie nur wollen. Deswegen ist da auch Vorsicht geboten. Denn wir wollen ja nicht, dass die Zahnzieher uns jetzt hier platt machen. Wenn wir eine scheinbar unterlegenere Schlacht reinziehen. Ja, ja. Ja, ja. So, Ladebildschirm. Bist du endlich mal fertig hier? Nee, du brauchst ja noch. Ist ja grausam. Boah, ewig. Oh mein Gott. Das ist ja richtig schrecklich. Wie soll ich damit nur klarkommen? Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ach. Ja, also ich muss ehrlich sagen, die ganzen Orks hier, die sehen nicht so schnieder aus. Sie sehen schon ein bisschen hässlich aus. Mit denen würde ich nicht in die Kiste springen. Wenn ich in dieser Welt leben müsste. Okay. Reicht gerade so nicht, scheiße. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Okay. Und weiter mit euch, bitte. Okay, er dreht sich. Stell dich bitte nach hier drüben hin. Dann machen wir das Ganze nochmal. Greif ihn an. Oha, durch die Artillerie gemalt. Den Feind hat zu uns noch. Hm? Warte mal, wir gehen hier in diesen Wald rein. Von da aus haben wir die beste Position. Okay, hier mit euch. Hier kann uns nämlich dann unser Ork-Kumpel nicht so leicht beschießen. Er könnte uns beschießen, aber... Hä? Der Schaden, der jetzt dann hier fallen wird gleich, der ist ja nicht minimal. Möchte ich mal so anmerken. Okay, ich schicke mich auf die Karte auf hier. Okay, gut. Nicht wundern, dass ich jetzt gerade so eine riesen Karte hier habe. Ich habe jetzt die Debug-Cam für Warhammer. Die geht übrigens auch wieder. Die Bescheid, weißt du, die Art ist gleich in Reichweite. Ach ja, auch die Fernkämpfer lohnen sich jetzt hier nicht mehr so stark. Die Kavallerie. Ist hier auch nicht mehr so stark drin dann. Weil sie dann jetzt hier nämlich nicht mehr so schön reinchargen kann. Wie ursprünglich. Du bist gleich drin, ne? Okay, cool. Super. Okay, und Feuer frei. Mal sehen, was jetzt hier passiert. Ihr müsst mich eigentlich dann angreifen danach. Wer weiß, oh Scheiße, die Leute werden jetzt hier zerschossen von mir. Warte mal. Da läuft was schief. Einmal nach vorne stellen, bitte. Deswegen stelle ich die mal vor. Und danach sollte es schon wieder gehen. So, Soldaten stehen vorne. Und Attacke. Jetzt schießen sie alle. Super. Geht doch. Jetzt hauen wir einfach mal einen der Ork-Jungs hier. Pang. Er greift wirklich nicht an. Da kann ich ja sehen, wo ich weiter drauf losschießen hier. Oh Gott, mach die Ork-Jungs platt. Also, wenn die tot sind, dann komme ich da super mit der Infanterie durch. Kann ich mich da regelrecht durchschnetzeln? Deswegen lasst ihr erstmal in Ruhe schießen hier. Also, wenn es jetzt ein Weilchen dauert, aber. Wer mich lässt. ...89 Mann sind heute drin. Ja, der Trupp hat gelitten hier. Finde ich cool. Ist überhaupt weiter so. Der Trupp hat den Tod verdient. Vernichte ihn los! Oh, nicht einmal getroffen. Jetzt aber schießen wir jetzt auf den Trupp hier rauf.
Es ist keine Bedrohung mehr. Jetzt wird der nächste beschossen. Muhaha. Es ist so geil. Bleib einfach stehen. Wenn sie meinen, dass es der richtige Weg ist, okay. Wisst ihr, worauf ich gespannt bin? Ich würde, das kommt für dieses Spiel auch noch im Blood & Gore DLC raus, Alter. Das wird richtig, richtig geil sein, Alter. Boah, cool. Blood & Gore mit Orks, Trolle und Zwerge. Das wär's doch mal. Okay. Ork-Jungs. Fragt doch mal endlich, bitte. Okay, die wollen nicht sterben. Habe ich so allmählich das Gefühl. Peng. Aber immerhin, die konnten jetzt Seelen ruhig hier töten. Ohne Verlust finde ich ganz gut. So, jetzt sollen wir hier einfeuern. Vielleicht treffen wir jetzt hier nochmal was, irgendwie. Kann nicht schaden, die schon mal alle so ein bisschen vorzuschwächen. Ihr seht ja, wie die jetzt hier verhalten gerade. Nein, nicht so stark scrollen. Okay. Die sind auch gleich richtig runter hier. Cool, das ist noch, sogar noch für den dritten Trupp gereicht. Den so richtig runterzuhauen. Ja, die 7 steht schon vorne. Das reicht mir eigentlich auch. Die restliche Munition verballern wir eigentlich nur noch. So. Chancen mal eben gesteigert. Kommst du jetzt bitte hier, ja? So, was ist die Fähigkeit hier? Okay, 15 Rüstung mehr. Okay, komm mit dir. Und du darfst jetzt mal zurückziehen hier. Ich brauche dich nicht weiter. Ja, scheiße, die mich locker umzählen könnten. Okay, weiter mit euch, bitte. Euch auch schön breit aufstellen. Coole Sache. Und jetzt noch ein bisschen vormarschieren. Nochmal. Dann können wir gleich drauf schießen. Noch rechts noch für die Reichweite hier? Ja, es reicht. Einige können schießen, das reicht mir genug aus. Zack. Er lässt mich auch jetzt wieder sehen und schießen, finde ich auch cool. Ein bisschen zurückführen, bitte. Okay. Stellen wir uns mal neu auf. Und zwar direkt so an der Grenze, dann können wir nicht durchgehen schießen. Zack. Peng. So, dann können wir jetzt sehen, wir schießen hier. Schieß mal ruhig hier drauf, bitte. Kann nicht schaden. So, nicht die Position verlassen, bitte. Und cool, die Falken hier. Wie die fliegen wieder. Scheiß, schützender. Spicker, schützender Ork. Cool. Fängt gut an hier. Ist auf jeden Fall wieder so ein richtig Geplänkel. Dass die Kavallerie ja nicht angreifen möchte, finde ich auch cool. Ja, die leiden schon hart. Seht ihr, die Goblin-Bogenschützen sind gleich tot. Zack. So, schießen wir hier drauf, bitte. Wir schalten jetzt weiter die Fernkämpfer aus hier.
Bewegt sich was? Okay, hinten sind Spickerschützen da auch. Auch cool. Zack, haut die Kavallerie weg hier. Ach, jetzt wäre die Artillerie gut gewesen. Schaut euch das mal an. Jetzt hat die wirklich gut reingehauen hier. Okay. Schieß mal hier in die Flanke rein und du mal hier. Zack, reicht mir. Guck ich das mal, wie die jetzt hier alle verrecken hier gerade. Kills sahen jetzt hier auch gerade schon ab, das finde ich gut. Oh, die Kaff bewegt sich jetzt hier. Das ist immer gefährlich. Schießt du mal auf die Kaff bitte drauf. Auf jeden Fall wieder cool, dass ich jetzt hier einfach so irgendwo schießen kann. Schaut euch das mal an, die KI macht gar nichts. Schießt bitte jetzt hier drauf. Guck mal hier drauf. Zack. Hang. Ah, die Spicker schätzen da arg. Die leiden richtig hart runter jetzt. Ich verballere jetzt hier meine ganze Munition. Sehr ruhig. Brauche ich mich mehr darum zu kümmern. Aber eine Sache muss ich mal kurz tun hier. Das ist ja echt grausam. Super, jetzt ist die wenigstens wieder weg. Guckt euch das mal an, wie die hier verrecken. Einfach weg mit denen, würde ich sagen. Mal hier bitte drauf. Und vor. Vor mit euch. Vorwärts. So, mein Runenkönig. Rüber mit dir. Okay, Fuck. Jetzt aktivieren wir hier die Runenfähigkeit von denen. So. Kämpfe ruhig hier ein bisschen. Kann nicht schaden. Du kannst mal ein bisschen zurückziehen hier. So, komm mal vor bitte. Und Thorgrim, du bist anwesend. Super. Schieß uns jetzt hier drauf. Und du hier drauf. Wir werden die mal loswerden hier. Okay. Auch ihr bitte mit Bewachenformationen kämpfen. Okay, hier drauf schießen bitte und du gehst nicht zu weit. Ja, jetzt sehe ich nicht mehr lange hier. Raus damit hier bitte. Gehst du mir hier in Nahkampf rein und kommst hier ein bisschen mit. Sieht auf jeden Fall gut aus für uns hier. Okay. Schieß bitte auf die schützende Ork, bitte. Weiter mit euch hier. Super. Okay, rauf mit dir bitte. Du schießt hier drauf und du kommst hier mit und gehst ein bisschen weiter vorwärts. Rauf mit euch hier. Macht sie fertig, zerschießt sie. Ja, die Armbrustschützen können echt eine Menge reißen gegen die Goblins. Coole Sache. Schaut euch das mal an hier. Oh fuck. Schießen wir jetzt mit dir hier drauf. Sieht aus, er hat siegt, okay. Nicht cool. Macht sie ruhig platt. Ist okay. Wir kämpfen hier ruhig weiter. Perfekt. Schuss in den Rücken mit dem Trupp killen. Perfekt. Okay, hier drauf schießen bitte. Nein, hier weiter kämpfen bitte und du schießt mir jetzt hier drauf los. Zack. Autsch, das haut rein. Hier drauf schießen bitte und du gehst mir jetzt hier noch schnell weiter. Wir räumen ja ziemlich gut ab gerade.
Rauf hier mit dir, bitte. Yes. Auch der wird sterben. Super. Perfekt. Und sie fliehen alle. Dann können wir jetzt das Gefecht hier beenden an der Stelle. Geil. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ah, es war echt nice. Was soll ich dazu bloß sagen? Mehr als nice kann man gar nicht sagen. Guckt euch das doch mal an. Wir haben entscheidend gewonnen. Wir haben nur 244 Mann verloren und haben so viel geholt. Vor allem die Armbrustschützen, ey, die haben geschlachtet, als gäbe es keinen Morgen. Jetzt kann ich mich wieder seelenruhig zurückziehen. Und einfach mal wieder ein bisschen aufheilen, danach weiterkämpfen. Da haben wir die Zahnzieher schon ziemlich hart rangenommen. Das ist eine coole Sache. Also definitiv eine coole Sache. Guckt euch das mal an hier. Nichts. Gar nichts. Und ihr killt. Die Goblins sogar noch mehr als die Ork-Jungs, erstaunlich. Die waren wohl gut vorgeschwächt. Aber immerhin, die Zahnzieher sind jetzt tot. Also zumindest diese Armee. Die ist überwiegend besiegt. 700 Mann haben noch überlebt. Na, fast 680, um genau zu sein. Aber mit den Resten können wir noch was machen. Schauen wir mal, was wir jetzt also machen können. Eigentlich können wir nur abschlachten oder freikaufen lassen. Und wenn ich jetzt abschlachte, kriege ich halt Führerschaft. Wenn ich es nicht mache, dann kann ich halt... Ja. Da ich jetzt sowieso keine Schlacht erstmal plane, kann man die eigentlich gut verkaufen. Das ist eigentlich jetzt ein guter Moment, wirklich zu verkaufen. Das passt ganz gut. Naja. Immerhin, wenigstens haben die Fernkämpfer von ihm sich nicht gelohnt. Die können richtig reinhauen. Genauso auch seine Briten im Bogenschützen. Hat nur einer Kills gemacht, die anderen sind alle schon früh gestorben. Die Kavallerie hat leider ein bisschen zu viel Gold für meinen Geschmack und die Goblin-Speere auch sogar. Die hätten weniger holen können, aber gut. Ich bin zufrieden. Ich bin einfach mal zufrieden. Okay. Okay. Zack. Lassen sie sich freikaufen. Passt doch. Ready? Destroy them! Greifen nochmal an hier und machen den platt. Zack. Weg sind sie. Und können wir nochmal gefangen freilassen. Passt doch. Coole Sache. Geld haben wir jetzt hier. Okay. Ja, er reicht gerade noch so in die eigene Provinz rein, ey. So ein Glück. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier rein, bitte wieder. Du bist aufgestiegen. Gebe dir noch einen gezeichneten Veteran. Du bist nochmal aufgestiegen, cool. Kann auch nicht schaden, dir schwer zu treffen zu geben. Wachenfluchstein. Was bringst du mir? Vollresistenz. Gibst du mir Geschossresistenz? Okay. Hm. Okay, reicht mir eigentlich so. Auch du bist hier aufgestiegen, mein Freund. Okay, wir nehmen mal ein Schmiedefeuer. Okay. Okay, so. Das ist geschafft. Yes. Oh, ich schaue jetzt mal alle zusammen hier, bitte. Okay, wie lange brauchst du jetzt hier? 28 Runden. What the fuck? Okay. Dann wollen wir jetzt mal die Runde beenden.
Forscherzeug keine Technologie. Okay, dann machen wir das noch schnell. Rekrutierungskosten ein bisschen günstiger. Okay. Und werden jetzt die Runde beenden, Leute. Okay. Gut. Das ist geschafft. Die Wind und Magie haben sich wieder gewechselt. Und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare rein. Denkt daran, Namen für Personen könnt ihr euch ausdenken und auch Städte. Schreibt es in die Kommentare, dann übernehme ich es auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Für Total War Warhammer. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. In dem Sinne würde ich sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal.